kannst du so ruhig bleiben? Als wäre es nicht genug, dass sich Magier und Templer bekriegen. Jetzt bezichtigen sie sich gegenseitig, am Tod der Göttlichen schuld zu sein. Deshalb brauchen wir eine richtige Autorität, die sie zur Besinnung bringt. Etwa euch? Zweitklassige Kleriker, die nicht wichtig genug waren, um am Konklave teilzunehmen? Wer dann? Die aufrührerische Inquisition und ihr sogenannter Herold Andrastis? Wohl kaum. Hätte die richtige Autorität nicht auf ganzer Linie versagt, wäre das Konklave nicht nötig gewesen. Dann schlagt ihr vor, dass ich der Kirche die Schuld an allem gebe und einer Mörderin huldige? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Die hilft uns nicht, hier und jetzt die Ordnung wiederherzustellen. Es wird keine Ordnung geben, solange diese Rebellion weiter gären darf. Warum gestattet ihr dem Kanzler gleich nochmal zu bleiben? Euer Templer weiß offenbar, wo er die Grenze zu ziehen hat. Er ist harmlos. Es macht keinen Sinn, ihn zum Märtyrer zu machen, nur weil er große Worte schwingt. Allerdings ist der Kanzler ein guter Gradmesser dafür, was uns in Val-Royo erwartet. Wie weit ist die Gewalt zwischen Magiern und Templern fortgeschritten? Das kann man unmöglich sagen. Dass eure Organisation die Autorität der Kirche untergräbt, ist nicht gerade förderlich. Ich denke, durch die Zerstörung des Konklaves ist der Krieg zwischen Magiern und Templern wieder aufgeflammt. Stärker denn je. Magier und Templer bekämpfen sich, obwohl wir nicht wissen, was im Tempel der Heiligen Asche wirklich passiert ist? Genau deshalb sollten wir die ganze Angelegenheit einer neuen Göttlichen überlassen. Falls ihr unschuldig seid, wird die Kirche das feststellen. Oder froh sein, einen Sündenbock zu haben. Denkt ihr, dass sich niemand um die Wahrheit schert? Wir trauern alle um Justinia. Aber ihr wärt nicht traurig, wenn der Herold Andrastis diskret unter den Teppich gekehrt würde. Ich werde dafür sorgen, dass Val-Royo zur Vernunft kommt. Ich bete, dass ihr recht habt. Ich auch. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Gesegnet seien die Rechtschaffenen, die Lichter im Schatten. In ihrem Blut ist der Wille des Erbauers niedergeschrieben. Ist es das, was ihr von uns wollt? Blut? Dass wir sterben, um eurem Willen zu genügen? Ist der Tod euer einziger Segen? Ihr sprecht für Andraste, nicht wahr? Was hat die Prophetin des Erbauers zu all dem zu sagen? Was treibt er für ein Spiel? Wieso sollte das ein Spiel sein? Seht ihr den Himmel? Was ist mit den Tempelruinen? Den Knochen, die im Staub liegen? Selbst wenn ihr den Frieden der Göttlichen nicht unterstützt hättet, fändet ihr das hier nicht richtig. Wer könnte das schon? So viele unschuldige Leben. Die Gläubigen ermordet, wo einst die Heiligste aller Heiligen stand. Wenn der Erbauer das wollte, was ist es dann, wenn es kein Spiel oder grausamer Scherz ist? Ich spreche nur für mich und habe keine Antworten für euch. Ihr betet den Erbauer vermutlich nicht einmal an. Seid froh, er verlangt sehr viel. Die Kirche predigt, dass der Erbauer uns verlassen hat, dass er Buße für unsere Sünden verlangt. Er fordert alles. Unser Leben, unseren Tod. Justinia gab ihm alles, was sie hatte, doch er ließ sie sterben. Vielleicht solltet ihr euren Zorn auf ihre Mörder richten. Wenn der Erbauer nichts unternimmt, um seine besten Diener zu retten, wozu ist er denn gut? Ich dachte immer, ich wäre auserwählt, so wie viele es von euch sagen. Ich dachte, ich würde meiner Bestimmung folgen, indem ich der Göttlichen diente, um den Leuten zu helfen. Aber jetzt ist sie tot. Es war alles umsonst. Dem Erbauer zu dienen, hat nichts bedeutet. Vielleicht habt ihr eine andere Bestimmung. Ich könnte euch helfen, sie zu finden. Nein, das ist meine Bürde. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass ihr mich so seht. Ein kurzer Moment der Schwäche. Das wird nicht wieder vorkommen. Kommt. Gehen wir an die Arbeit. Wir reden später weiter. Ach, Liliana, du machst dir einfach zu viel Kopf, macht die sich.
Mögen alle den Gesang des Lichts anstimmen. Aber wozu ist der Erbauer da? Das Wort vertreibt die Dunkelheit, die uns bedroht. Wenn man nicht an Gott glaubt, braucht man sich das gar nicht fragen. Ach ja. Bis hin zum höchsten König. Forscherin Minave wünscht sich zu vergewissern, dass die Zahl der Infektionen... Obwohl, ich kann da eben drunter gehen. Ich kann ja die Schlösser selber knallen. Nee, brauche ich da jetzt. Ich bin ja eine Schurke. Mögen alle den Gesang des Lichts anstimmen. Ich habe Gerüchte gehört. Nur das Wort vertreibt die Dunkelheit, die uns bedroht. Das Ritual der Besänftigung zu geben. Würdet ihr euch wünschen, Sie euch... Das Flüstern in der Nacht. Ich grüße euch, Gerold Andrastes. Wie steht es um eure Bemühungen, die Bresche zu schließen? Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Eine Aufgabe wie das Schließen der Bresche ist eine schwere Bürde. Ich hoffe, ihr tragt sie nicht alleine. Wir erinnern uns an Andraste. Doch sie verkündete den Gesang des Lichts nicht alleine. Sie hatte Generäle, Berater. Und obschon ich weiß, dass es Ketzerei ist, das zu sagen, sie hatte die Hilfe von Schaten dem Elf. Tut alles, was in eurer Macht steht. Aber erinnert euch derer, die euch helfen wollen. Ich dachte, ich hätte deutlich gemacht, dass ich nicht der Herold Andrastes bin. Ich verstehe. Glaubt, was ihr wollt. Es gilt, eine Aufgabe zu erledigen. Wenn der Glaube der Leute nichts als ein Werkzeug ist, hoffe ich, dass ihr ihn zu nutzen wisst. Denn falls dem nicht so ist, werden wir alle sterben. Ich für meinen Teil kann nur beten, dass diese Inquisition weniger brutal ist als ihre Vorgängerin. Wisst ihr, wen die obersten Klerikerinnen zur nächsten Göttlichen wählen werden? Das ist eine schwierige Entscheidung. Alle naheliegenden Kandidatinnen sind mit der göttlichen Justinia beim Konklave gestorben. Die obersten Klerikerinnen fürchten die Inquisition. Sie werden nicht schnell entscheiden und ich fürchte, ihre Entscheidung wird nicht weise sein. Wer auch immer gewählt wird, braucht die Unterstützung der Inquisition. Niemand sonst scheint in der Lage zu sein, die Bresche zu schließen. Wie haben die Leute das, was beim Konklave passiert ist, verarbeitet? Sie haben natürlich Angst. Viele von ihnen haben ihr Zuhause oder Angehörige verloren. Ich denke, viele von ihnen werden erst wieder ruhig schlafen, wenn ihr die Bresche geschlossen habt. Ich habe getan, was ich konnte. Alles Weitere ist Sache der Inquisition. Was wollt ihr sonst noch wissen? Wie geht es den Bewohnern von Haven? Sie haben Angst. Viele von ihnen kamen hierher, weil der Krieg zwischen Magiern und Templern ihre Heimat zerstört hat. In ihren Augen hat der Tod der Göttlichen jede Hoffnung auf Frieden zunichte gemacht. Und dann ist da noch die Bresche. Die Bauern sind von ihren Feldern geflohen. Wenn wir die Ordnung nicht wiederherstellen, könnte halb Thedas verhungern. Was tut ihr, um diesen Leuten zu helfen? Meine Schwestern und ich haben die Verwundeten behandelt, so gut wir konnten. Einige Flüchtlinge haben Proviant bei sich. Andere kommen mit leeren Händen. Ich habe dafür gesorgt, dass alle genug zu essen haben. Abgesehen davon sehnen sich viele einfach nur nach dem vertrauten Klang des Gesangs des Lichts. Und irgendjemand muss diesen armen Teufeln schließlich Trost spenden. Habt ihr Informationen über andere Gegenden? Die Flüchtlinge in den Hinterlanden sind verzweifelt. Wenn ihnen niemand hilft, werden Hunger und Krieg viele Opfer fordern. Die Bewohner von Kamwald werden von ihren eigenen Toten belagert und haben uns um Hilfe gebeten. In den Hügeln von Emprise du Lion verschwinden Leute. Vielleicht stecken Dämonen dahinter oder etwas Schlimmeres. Jedenfalls haben sie Angst. Mehr weiß ich auch nicht. Die Zeiten sind in ganz Orlais und Ferelden recht stürmisch. Lebt wohl. Der Erbauer sei mit euch. Hat die nicht noch eine Aufgabe für uns? Da reden wir über die Kirche, hä? Könnt ihr mir etwas über die ursprüngliche Inquisition erzählen? Die ursprüngliche Inquisition wurde nach der ersten Verderbnis gegründet. Lange vor der Kirche, wie wir sie kennen. Die Inquisitoren waren Jäger, religiöse Eiferer, die Kultisten und gefährliche Magier aufspürten und töteten. Als Andraste an die Macht kam, wurde die Inquisition ihr unterstellt.
Anstatt jene zu jagen, die Leid über die Welt brachten, verbreiteten die Inquisitoren fortan gewaltsam den Gesang des Lichts. Kein Wunder, dass wir alle nervös machen. Wer hat denn diesen Namen ausgesucht? Die göttliche Justinia selbst. Soweit ich weiß, stieß die Entscheidung nicht auf allzu große Gegenliebe. Nachdem der Gesang des Lichts aber weite Teile der Welt erfüllt hatte, verloren die Eiferer an Bedeutung. Aus den Inquisitoren wurden die Sucher der Wahrheit und schließlich die Templer. Und jetzt wurde die Inquisition erneut gerufen, um die Ordnung wiederherzustellen. Gewaltsam. Wisst ihr, was mich an den ursprünglichen Inquisitoren am meisten beeindruckt? Sie haben blutige Kriege geführt, haben getötet und sind für ihre Sache gestorben. Und als es an der Zeit war, legten sie ihre Schwerter nieder. Vielleicht war der Name die Botschaft der göttlichen Justinia, dass die Inquisition, wenn sie gebraucht wird, gnadenlos zuschlägt. Aber wenn ihre Arbeit getan ist, legt sie ihre Schwerter nieder. Als Dalish weiß ich nur wenig über eure Kirche. Könnt ihr mir etwas über sie erzählen? Oh. Die sollte mir was erzählen und nicht, dass ich es lesen muss. Natürlich. Schließlich sind viel zu viele Leute der Ansicht, der Gesang des Lichts sollte nur von Menschen gesungen werden. Dabei sollte das Wissen des Erbauers und Andrastes doch all jenen offenstehen, die von ihm erfahren möchten. Wir glauben, dass der Erbauer uns erschaffen hat und die sündige Natur der Menschheit dazu führte, dass er sich von uns abwandte. Mit Andrastes Segen wird der Erbauer den Menschen vergeben, sobald der Gesang des Lichts in jedem Winkel der Welt gesungen wird. Welche Einstellung habt ihr bezüglich Magie? Andraste hat es gesagt. Magie muss den Menschen dienen und darf ihn nicht beherrschen. Allerdings muss man diese Aussage in den entsprechenden historischen Kontext setzen. Andraste führte einen Aufstand gegen das Reich von Tevinter an, dessen Magister zur damaligen Zeit weite Teile der Welt kontrollierten. Trotzdem hat sie nie den Tod aller Magier gefordert, weil sie stets an ein friedliches Miteinander geglaubt hat. Ich bezweifle, dass die Kirche der Magie gegenüber ebenso tolerant ist. Nein, die Kirche ist ein unvollkommenes Boot, das vom jeweiligen Steuermann in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Allerdings haben die Templer rebelliert, weil die göttliche Justinia ihnen nicht restriktiv genug war. Vielleicht findet die Inquisition einen besseren Weg. Warum lässt die Kirche ausschließlich Menschenfrauen als Priesterinnen zu? Die offizielle Doktrin besagt, dass Elfen und Zwerge sich stärker als die Menschen vom Erbauer abgewandt haben. Und Männer sind laut des Gesangs anfälliger für Zorn oder Leidenschaft. Tatsächlich war es allerdings nichts weiter als eine politische Entscheidung nach Andrastes Tod, wie viele unserer Glaubensgrundsätze. Es gab Forderungen, den Aufstand der Magier mit einem erhabenen Marsch niederzuschlagen. Was habt ihr davon gehalten? Das war törichtes Geschwätz. Ein erhabener Marsch kann nur erfolgreich sein, wenn er den Willen des Volkes vertritt. Und selbst dann darf er nicht leichtfertig erfolgen. Angst haben die Leute schnell einmal. Wir können aber nicht alles zerstören, was sie fürchten. Ein erhabener Marsch ist einzig und allein gegen eine echte Gefahr für die gesamte Welt gerechtfertigt. Es ist ein Affront gegen den Erbauer, ihn als politisches Mittel zu missbrauchen oder unter seinem Deckmantel den Gesang des Lichts zu verbreiten. Ein Jammer, dass Freidenker wie ihr nicht die Stimme erhoben, als ein erhabener Marsch mein Volk vernichtete. Das wird in einigen Kreisen der Kirche heftig diskutiert. Euer Volk hatte Monsimat besetzt und bedrohte Val Royeaux. Die Elfen waren keine hilflosen Opfer. Dennoch stellte kein Land außer Orlais Truppen bereit. Es war also wohl kaum ein erhabener Marsch aller Gläubigen. Der Erbauer wünscht, dass sein Wort durch beispielhaftes Verhalten verbreitet wird, nicht durch Kriege. Mit Gewalt gewinnen wir nicht einen Gläubigen. Lebt wohl. Lebt. Ihr seid zurück. Ja, jetzt kann ich das nicht mehr zurückmachen. Mist. Kann ich euch oder euren Leuten irgendwie helfen?
Meine Heiler brauchen mehr Vorräte. Wir haben angesichts der vielen Verwundeten kaum noch das Nötigste. Zeigt diese Liste Quartiermeisterin Thren. Sie kann uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Es ist nur eine kleine Gefälligkeit, doch sie würde meinen Heilern erlauben, viele Leben zu retten. Lebt wohl. Bis. Gut, das haben wir. Jetzt gehen wir erstmal nach Josephine. Beweist, dass ihr auf Justinias Befehl hingehandelt habt, oder verschwindet. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch die mutige Frau vorstelle, die ihr Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Lady Lavellen, darf ich vorstellen? Der Marquis de Rillon, einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. Und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Das Haus du Rélion stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. Seit wann ist Haven nicht im Besitz der Kirche? Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Meine Gemahlin, Lady Meshin von Denerim, hat gemäß eines alten Abkommens mit dem Ferelischen Thron ein Anrecht auf Haven. Es war uns eine Ehre, es der göttlichen Justinia zu überlassen. Sie ist, war, eine überaus verdienstvolle Frau. Ich werde keinen emporgekommenen Orden auf ihrem heiligen Boden dulden. Vom Himmel fallen Dämonen und ihr sorgt euch um Landansprüche? Haven ist der rechtmäßige Besitz der Durellions. Hat Kaiserin Selene euren Besitzanspruch auf Haven offiziell bestätigt? Ich wusste gar nicht, dass ihre kaiserliche Majestät diese Angelegenheit dem Ferelischen Thron vorgetragen hat. Die Kaiserin hatte noch keine Gelegenheit dazu. Ah. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal, wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montillier. Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Haben die Durellions wirklich ein Anrecht auf diesen Ort? Die Position seiner Gnaden ist nicht so stark, wie er es gerne hätte. Trotz ihrer Kontakte nach Ferelden sind die Durellions immer noch Orlesianer. Falls der Marquis tatsächlich Anspruch auf Haven erhebt, muss Kaiserin Selene in seinem Namen mit Ferelden verhandeln. Allerdings hat sie im Augenblick größere Sorgen als unwichtige Gebietsstreitigkeiten. Dann hat sich seiner Gnaden also nur aufgeplustert. Selbst wenn er uns verlässt, wird der Marquis seine Meinung über uns kundtun, sobald er nach Val-Royo zurückkehrt. Jeder Gast, den wir empfangen, und wir werden alle empfangen, wird die Geschichte der Inquisition verbreiten. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Darf ich fragen, was euch dazu brachte, für die Inquisition zu arbeiten? Schwester Liliana trat an mich heran. Wir kannten uns bereits seit geraumer Zeit. Egal, was kommen mag, eine Diplomatin der Inquisition zu sein, ist tatsächlich so interessant, wie sie es versprochen hat. Welche Art von Beziehungen hattet ihr zum Adel? Ich war einige Jahre lang königliche Botschafterin Antivas am Hof von Orlais. Der Adel in Thedas ist eine in sich geschlossene Welt. Ich kenne alle Adligen persönlich oder aufgrund ihres Leumunds. Die Inquisition kann sich glücklich schätzen, in euch eine Fürsprecherin zu haben, Lady Montillier. Danke. Wollen wir es hoffen. Die Politik von Thedas ist neuerdings etwas aufgeregt. Ich hoffe, ich kann uns in ruhigere Gefilde führen. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. Ach, das können wir schon direkt machen. Guck mal. Danke. Ihr seid der Herold. Naja, zumindest die Frau, die alle Herold nennen. Ich hoffe, die Inquisition stellt bald die alte Ordnung wieder her. Ich wollte den Zirkel nie wirklich verlassen. Mein Name ist Minave. Ich erforsche Dämonen und andere Kreaturen. Sucherin Pentagast nutzt meine Erkenntnisse, um den Soldaten zu helfen.
Ich habe etwas gefunden, das die Dämonen zurückließen. Habt ihr Verwendung dafür? Ja, das ist ausgesprochen hilfreich. Lasst es einfach hier, damit die Besänftigten und ich einen Blick darauf werfen können. Ihr habt einige faszinierende Dinge mitgebracht. Wir werden sie gut verwenden. Ihr sagtet, ihr wärt eine Magierin? Nein, nur eine Schülerin. Ich war nie sonderlich gut in Sachen Magie. Ich hatte gerade genug Talent, um eine Gefahr für andere Leute zu sein. Als die Magier rebellierten, konnten Leute wie ich nirgends hin, weil uns die Templer getötet hätten. Glücklicherweise hat Sucherin Pentagast mich aufgenommen, mich und die Besänftigten, die ich beschützte. Es überrascht mich, dass sich eine Magieschülerin der Rebellion nicht angeschlossen hat. Ich setze im Kampf nur ungern Magie ein, zumal ich nicht sonderlich gut darin bin. Ich habe lieber studiert, habe Rituale durchgeführt, die uns halfen, die Geheimnisse des Schleiers zu enträtseln. Ich fand es gut, dass die Templer auf uns aufpassen. Ihr hättet gut zu den Dalish gepasst. Unsere Magier werden ermutigt, ungestört zu forschen. Finn Harrell soll die Dalish holen. Lasst euch von den fehlenden Valaslin nicht täuschen, Lethalin. Ich war ein stolzes Mitglied meines Clans, bis ich meine Magie manifestierte. Ihr wisst, was passiert, wenn sie zu viele Magier haben. Also schnürten sie ein Bündel für mich und setzten mich in den Wäldern aus. Ich war damals 7. So etwas hat mein Clan nie getan. Wir schickten unsere Magiebegabten zu anderen Clans oder... Einige Wochen später stolperte ich in ein Dorf, hungrig und frierend. Bis dahin hatte ich mir Raubtiere mit Zaubern vom Leib gehalten. Als die Dorfbewohner sahen, dass ich in meiner Hand Feuer machen konnte, bekamen sie es mit der Angst zu tun und wollten mich töten. Es waren Templer, die mich vor ihnen retteten. Sie gaben mir etwas zu essen und warme Kleider. Danach brachten sie mich zum Zirkel. Ich habe gesehen, wie das Leben ohne Templer ist, und es hat mir nicht gefallen. Ich will nur forschen. Ihr sagt, ihr hättet einige Besänftigte beschützt? Ja, die Magier haben einige von ihnen mitgenommen, als mein Zirkel rebellierte, aber alle anderen gerieten in Vergessenheit. Die meisten Zirkelmagier sahen auf die Besänftigten herab oder versuchten so zu tun, als würden sie nicht existieren. Sie haben keinerlei Gefühle. Sie können kaum auf sich selbst aufpassen, geschweige denn sich verteidigen. Es ist ein Jammer, aber ich mag sie mehr als die meisten anderen Leute. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Sie sind höflich und sie behelligen euch nicht, solange sie nichts brauchen. Wenn sie forschen, legen sie eine Konzentration an den Tag, die niemand sonst auch nur annähernd erreicht. Aber die Templer, selbst einige der Magier, haben sie malträtiert, nur weil sie es konnten. Die Besänftigten haben sich nie gewehrt. Wenn nicht deshalb, weiß ich es auch nicht. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Ihr habt gesagt, Cassandra lässt euch Kreaturen erforschen. Ja, falls ihr auf euren Reisen also etwas Interessantes findet, würde ich mich freuen, wenn ihr es mir überlasst. Vielleicht entdecke ich so die ein oder andere Schwäche, die unsere Soldaten im Kampf mit verschiedenen Kreaturen nutzen können. Außerdem sind einige Materialien ausgesprochen nützlich, wenn es darum geht, die Inquisition mit Tränken und Ausrüstung zu versorgen. Warum habt ihr beschlossen, gefährliche Kreaturen zu erforschen? Ich bin gerne in der freien Natur. Naja, theoretisch jedenfalls. Wenn irgendein Monster auf euch zustürmt, mit glühenden Augen und brennenden Klauen, das ist erschreckend. Aber sobald ihr wisst, wie es sich verhält, könnt ihr damit umgehen. Dann ist es nur ein anderer Aspekt der Welt. Vieles auf dieser Welt ist nur deshalb erschreckend, weil wir es nicht verstehen. Da wir unterhalten uns später. Danke nochmal für alles, was ihr mir mitgebracht habt. Also da hat sie wirklich recht. Seid gegrüßt. Wie habt ihr und Liliana euch kennengelernt? Wir haben uns in Orlais in ähnlichen Kreisen bewegt. Ich glaube, wirklich getroffen haben wir uns das erste Mal in Val Royo. Liliana hat das Spiel damals ausgesprochen gut beherrscht. Was genau meint ihr, wenn ihr das Spiel sagt? Ach, bitte verzeiht. Das Spiel bezeichnet die langsamen Duelle um Einfluss, die die Adligen und Mächtigen in Orlais untereinander ausfechten. Der Name ist ein wenig fröhlich für das, was er bezeichnet. Aber die Orlaisianer mögen es nun mal, den Dingen einen spielerischen Anschein zu geben. Welche Geschäfte betreiben die Montagnais genau? Angefangen haben wir als Händler. Meine Vorfahren haben die ersten Handelsrouten nach Rivain etabliert. Wir haben einst ganze Flotten über das Wache Meer entsandt. Aber heute nicht mehr? Ach,
Nein. Unsere Schiffe sind dieser Tage ein klein wenig bescheidener. Was habt ihr gemacht, bevor ihr hierher gekommen seid? Ich hatte die große Ehre, der Krone von Antiva als Botschafterin in Orlais zu dienen. Außerdem stehe ich in der Erbfolge des Hauses Montillier an erster Stelle, auch wenn meine Geschwister unsere Handelsgeschäfte leiten. Wie sehr fühlt ihr euch euren früheren Dienstherren verpflichtet? Ich hätte meine Stellung nie aufgegeben, wenn ich nicht die Absicht hätte, mich voll und ganz in den Dienst der Inquisition zu stellen. Wir können nicht in alte Grenzverhältnisse zurückfallen. Die Rebellionen bedrohen Antiva ebenso sehr wie jedes andere Land. Wenn überhaupt, dann könnten die Bündnisse, die ich damals geschmiedet habe, unserem derzeitigen Ziel dienlich sein. Denkt ihr, die Inquisition wird weiterhin bestehen, nachdem wir die Bresche geschlossen haben? Wenn wir uns beweisen, indem wir die Bresche schließen, könnten sich die Leute auch mit anderen Anliegen an uns wenden. Schutz, Rat, Gerechtigkeit. All das hat die Inquisition einst jenen geboten, die dessen bedurften. Was denkt ihr? War es tatsächlich Andraste, die mich im Tempel der Heiligen Asche gerettet hat? Ich würde es wirklich gerne glauben, Euer Gnaden. Andraste hat ihre Wunder vor so langer Zeit gewirkt, dass es schwer ist, sie sich vorzustellen. Sollte wirklich sie euch im Nichts gerettet haben? Wie auch immer. Es gibt jedenfalls viele, die bereits daran glauben, dass ihr im Lichte des Erbauers wandelt. Auf ein andermal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich will Was mehr. Kann ich für euch tun? Was genau beinhaltet eure Arbeit? Ich treffe mich mit Botschaftern verschiedenster Gruppierungen und Länder, um unsere Bündnisse mit ihnen zu festigen. Wir sind eine noch junge Kraft. Diplomatie ist für unsere Glaubwürdigkeit unverzichtbar. Dann sprecht ihr im Namen der Inquisition mit diesen Adligen? Das tue ich. Irgendjemand muss hier dafür sorgen, dass man uns gewogen bleibt. Und außerdem mögliche Zweifel beseitigen, wenn sich Nachrichten über uns verbreiten. Wie kritisch wird unser Handeln beäugt? Täuscht euch nicht. Jedes Adelshaus und jeder Thron wartet voller Spannung darauf, was die Inquisition als nächstes tun wird. Viele sind bereit, uns ihre Unterstützung zu gewähren, sofern die Gesuche auf die richtige Weise vorgebracht werden. Und genau das beabsichtige ich zu tun. Erzählt mir nochmal, wie es kommt, dass ihr für die Inquisition arbeitet. Ich hatte bereits erwogen, meine Stellung in Antiva aufzugeben und mir eine neue Herausforderung zu suchen, als ich von Liliana angeworben wurde. Es gibt in Thedas so viele Unruhen und die Inquisition scheint mir eine vielversprechende Möglichkeit zu sein, sie zu beenden. Es wäre zu jedermanns Vorteil, wenn wir verhindern, dass sich der Konflikt zwischen Magiern und Templern weiter ausbreitet. Es war also die Aussicht auf Stabilität, die euch hierher geführt hat? Noch haben wir die gesamten Auswirkungen des Magieraufstandes nicht zu spüren bekommen. Und das war vor dem Tod der Göttlichen. Die Gewalt muss eingedämmt werden, bevor sie sich zu einem ausgewachsenen Krieg ausweitet. Ich kann mir gut vorstellen, welches Blutvergießen uns droht, wenn die Lage noch weiter eskaliert. Ich fürchte, die Geschichte ist voller Beispiele für das, was geschehen wird, falls es dazu kommen sollte. Wie sehen uns die Leute? Trotz unseres Ansehens besitzen wir kaum feste Verbündete. Daran müssen wir etwas ändern. Auf ein andermal. Auf bald. Guten Tag. Auf ein... Auf... Geht. Sprecht nur das Wort. Tausend Dank. Lass mich eins werden mit deiner Herrlichkeit. Und das. Es gab kein Wort für Himmel oder Erde. Erbauer, höre mein Flehen. Oder Luft. Nimm mich im Tode an deiner Seite.